Und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema der Ampelkoalition, dem CO2. Uns ist das relativ egal, aber für SPD, Grüne und die FDP ist das immer ganz wichtig. Nun, liebe Kollegen, Sie haben hier die Möglichkeit. 15 Millionen Tonnen CO2 sind laut einer Untersuchung der Uni Stuttgart die Folge der jetzigen Abschaltung von 3 Kernkraftwerken. Pro Jahr, wohlgemerkt. Und zum Vergleich, die jährliche Menge im gesamten deutschen Flugverkehr, die emittiert wird, beträgt 2,5 Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass Sie jedes Jahr das Sechsfache der CO2-Emissionen des gesamten deutschen Flugverkehrs durch Kohleersatzstrom in die Luft blasen, nur weil Sie diffuse Ängste vor der Kernkraft haben. Und diese 15 Millionen Tonnen, Herr Ebner, das sind ganz niedrig hängende Früchte. Die könnten Sie ohne Probleme quasi im Vorbeigehen ernten und mitnehmen. Und die Tatsache, dass Sie, die Sie immer und überall bei jedem Molekül CO2, das freigesetzt wird, dieses lamentierend bejammern, an dieser Stelle 15 Millionen Tonnen pro Jahr einfach so in Luft blasen, das entlarvt Ihre CO2-Agenda. Sie brauchen uns mit CO2 hier drin nie wieder kommen.